Endlich, endlich wieder Messe, auch bei uns im hohen Norden. Mit dem Hamburg Ancora Yacht Festival startet wieder das, was viele von uns seit langer Zeit schmerzlich vermisst haben. Treffen, angucken, anfassen, informieren, austauschen und nicht zuletzt auch kaufen. Es herrscht eine fast einzigartige Aufbruchstimmung unter Messebesuchern und Ausstellern. Und wenn ihr noch unentschlossen seid, ob ihr den Weg nach Neustadt in Holstein auf euch nehmen wollt, dann erleichtern wir euch jetzt mal die Entscheidung, denn es lohnt sich. Willkommen auf dem Hamburg Ancora Yacht Festival, wie es ja jetzt heißt, in Neustadt. Heute ist Freitag, der Eröffnungstag. Wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon Samstag. Dann ist auch die Front, die sich gerade aufbraut oder zusammenbraut, durchgezogen. Da regnet es vielleicht noch ein bisschen, es nieselt am Samstag, aber alles, was an schwerem Wetter zu erwarten ist, kommt heute Nacht. Und ihr habt dann das Glück, dass ihr das Outdoor-Erlebnis wirklich genießen könnt. Was wir hier machen ist, wir stehen am Yacht Bote und Delius Klasing Stand, ganz am Eingang sozusagen. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir sind mit insgesamt 8 Mann hier, beziehungsweise 8 Mann und Mädels. Das ist einmal Aaron und Dine, die begrüßen euch an unserem Showmobil. Da könnt ihr alle Fragen loswerden. Ihr könnt auch ein Yacht-Abo oder ein Buch kaufen. Ihr könnt alles Mögliche loswerden. Auch gerne Anregungen und Kritik. Und dann sind die Kollegen vom Bote da drüben und noch 2 Kollegen von mir mit dabei. Der eine steht hinter der Kamera und filmt gerade, das ist Ben. Und hinten im Showmobil, da schreibt Michael Rink gerade die Online-Meldung, die live entsteht heute am Freitag. Und ich nehme euch jetzt mal mit über die Messe. Wir gucken uns die tollen Neuheiten an oder die aus unserer Sicht interessantesten. Alle können wir euch gar nicht zeigen. Und bringen euch Impressionen live von der vom Hamburg Ancora Yacht Festival. Neuheiten gibt es viele, allein an Steg 5, dem Seglersteg, liegen gleich 8 Premieren. Das hier ist der Segeljachtsteg oder der wichtigste, der Premierensteg. Und wie ihr seht, da ist echt einiges los. Wir versuchen uns gleich mal da durchzutanken, zu den spannendsten Neuheiten zu kommen. Da gibt es wie sonst immer hier gleich vorneweg die Sirius Deck Salon Yachten. Danach auf der anderen Seite alle möglichen X-Yachten. Ganz neu dabei die X 4.3 Mark II. Die haben wir vorgestern getestet auf der Überführung hierher. Der Test erscheint in Yacht 13, also in 3 Wochen ist er im Kiosk. Solltet ihr eigentlich unbedingt lesen. Und wenn ihr ganz nach hinten guckt, der lange schwarze Mast, das ist die Y 7. Das ist das Boot aus Greifswald. Das ist jetzt nicht normalerweise in unserer Range, aber wir gucken uns auch die nicht ganz so gut sichtbare Oyster 495 an. Mit der starten wir jetzt. Die ist brandfrisch aus England eingetroffen. Die hatte nur eine Messe vorab, das war in London, und jetzt hat sie hier Deutschland-Premiere. Normalerweise sehen wir so viele Premieren nicht in Neustadt, aber weil die Boot Düsseldorf ausgefallen ist, hat Neustadt jetzt quasi die Premieren-Messefunktion übernommen von Düsseldorf. Das wird nächstes Jahr sicher anders sein. Da wird die Düsseldorf-Boot wahrscheinlich wieder stattfinden. Aber wir haben hier Boote, die man wirklich selten auch in Deutschland überhaupt sieht. Lignette ist da und das macht Spaß. Wir gucken es uns an. Und los geht's. Hier, wie schon erwähnt, die Sirius. Dann kommt Solaris. Die sind super selten da. Ein Motorboot noch dazwischen. Rechte Hand die Xen. Das vordere ist die X 4.0, Europas Yacht des Jahres 2020. Dann kommt die X 4.3 Mark II. Das ist im Prinzip so gut wie ein neues Boot mit neuem Deckslayout. Sehr spannend. Auf der anderen Seite haben wir die Solaris 47 und auch eine echte Deutschland-Premiere, die Solaris 40. Dann kommt die Pointer 25, Comfortina 43. Ja, ihr seht, das lohnt sich. Ob sich die auffällige Farbfolierung der Oyster 495 für die Werft lohnt, bleibt abzuwarten. Duck Egg Blue heißt sie offiziell. Enteneierschalen blau. Das ist aber nicht das Interessanteste am Luxuskreuzer. Ja, willkommen an Bord der Oyster 495. Wer die sich aus
Ängste aus direkter Nähe angucken will, der muss einen Termin machen. Das könnt ihr online machen auf der Website. Für Samstag wird das ein bisschen knapp werden, aber für Sonntag sollten noch ein paar Slots frei sein. Man akkreditiert sich bzw. man meldet sich an und dann bekommt man einen 2-Stunden-Slot, innerhalb dessen man dann an Bord gebeten wird. Es ist ein Boot, das in eine sehr umkämpfte Klasse hineingeht. Die Halberg Grassi 50 ist letztes Jahr, nee, dieses Jahr Europas Yacht des Jahres geworden. Die hat das gleiche Rigg, das schauen wir uns gleich nochmal an, nämlich einen Seldeen Carbonmast Inmast Furling. Das war letztes Jahr bei der Halberg Grassi eine Innovation, eine Premiere. Das gleiche bietet die Oyster jetzt auch. Und ihr seht einen sehr ansprechend gestalteten Salon mit einer angrenzenden Pantry, einem guten Durchgang in die Eignerkammer Achtern. Und ich glaube, das Einzige, wo man leichte Kompromisse machen muss, aber nicht wirklich, ist der Niedergang. Der ist etwas steiler, als man das heute üblicherweise hat. Dafür hat man natürlich relativ viel Länge im Salon und im Schiff. Wir gucken uns das alles mal an. Kommt mal mit ins Vorschiff. Das wäre dann also die Gästekammer. Ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand blöd vorkommt. Mit einer Skyluke, dass man nachts auch die Sterne zählen kann. Mit wirklich ansprechend viel Stauraum. Und natürlich alles in feiner und hochqualitativer Oysterqualität. Wenn wir zurückgehen, dann befindet sich hier so eine kleine, ja, Bunkbeds, so ein Kinderparadies, aber man kann da auch ganz ordentlich sich verkeilen, wenn man auf See ist. Wenn man zu zweit ist und nicht nebeneinander schlafen will, ist das auch prima. Ist knapper, aber völlig ausreichend. Hier kommt dann das Gästebad. Ziemlich nah am Drehpunkt des Schiffes. Das ist eine übliche Aufteilung, die findet man auch so in anderen Yachten dieser Kategorie. Und dann machen wir gleich einen Sprung in die Eignerkammer Achtern. Was ihr hier seht, ist, man muss ein bisschen rauf und runter. Das hat Halberg Grassi anders gelöst. Die haben allerdings nicht diesen Race Saloon, diesen erhöhten Salon-Gedanken verfolgt, sondern da ist tatsächlich, da kann man von vorne bis hinten auf einer Ebene durchgehen. Hier muss man sich an ein paar Stufen gewöhnen. Ja, das ist die Eignerkammer. Fantastischer Ausblick rechts und links. Die Dreierfenster im Rumpf sind allerdings ein Extra. Und wahrscheinlich fragt ihr euch, was muss man für so ein Boot hinlegen? Also es geht, glaube ich, bei 1,2 Millionen los und kein Boot verlässt die Werft unter 1,5 Millionen. Ja, wir finden auch, dass das viel ist, aber das ist so. Und dann super komfortabel hier. Noch eine Stufe. Und nach unten geht es da in die Dusche. Aber ihr seht, da fehlt das wirklich an nichts. Und noch nicht mal an einer natürlichen Belüftung über das Cockpit. Echt klasse gemacht. Gibt verschiedene Hölzer. Wir werden das Boot testen. Eigentlich sollten wir es auf der Überführung von Neustadt nach Kopenhagen testen. Am Montag, aber das passt aus Zeitgründen für uns nicht. Deswegen müssen wir das Boot jagen und werden es irgendwann, solange es noch in Nordeuropa ist, ganz genau unter die Lupe nehmen. Und hier ist eigentlich fast eines meiner Lieblingsfeatures von dem Boot. Es ist ein über die ganze Breite gehender Bugskiste. Unheimlich schön gemacht und wahnsinnig geräumig. Und es ist nicht der einzige Stauraum, denn es gibt zumindest auf der Seite noch einen kleineren mit einem eigenen Zugang und vorne gibt es noch einen Segellocker. Den zeigen wir euch jetzt auch gleich. Typisch für Oyster ist die Zweiteilung des Cockpits. Also ich habe ein Steuermannscockpit und ein Gästecockpit und das ist echt schön arrangiert und ich will mal so ein paar Sachen noch hervorheben. Also zum einen die Tiefe der Sitzbänke, das ist nicht irgendwie normal im Großserienbau, auch auf 46, 50 Fußjachten endet das oft hier. Hier habe ich wirklich fast den ganzen Oberschenkel unterstützt
und ich habe eine angenehm geneigte und ziemlich hohe Sylkante, sodass ich hier stundenlang klönen und gemütlich sitzen kann. Und natürlich auch hier rechtwinklig, also komplett bequem geschützt. Das sind so Details, die man im Großserienbau nicht immer sieht. Da gibt es hier oft so, weil es leichter sich in Form lässt, so runde Ecken, die einen eigentlich gar nicht richtig anlehnen lassen. Auch wenn sie neben der Y7 fast klein wirkt, die Oyster ist mit ihren über 16 Metern Länge eine echte Oberklasse-Yacht. Das ist wirklich eine amtliche Segellast, die ist vorne. Und da gehört sie auch bei großen Yachten hin, denn wenn ich unterwegs bin, ich muss einen Code Zero oder einen Gennaker mit einem Strumpf drüber wegkriegen, weil schweres Wetter aufzieht, dann möchte ich nicht einen Sack mit 40 Kilo Segel, wenn er nass ist, vielleicht sogar 50, über die ganze Länge des Bootes ziehen, sondern ich will den da reinschmeißen und vergessen können. Und es geht ratzfatz. Und wie ihr seht, da passt nicht nur ein Segel rein, da passen tatsächlich zwei rein oder ein Segel und alle Fender. Also richtig toll. Falls ihr jetzt nicht gleich mehr als 1 Million auf den Kopf hauen wollt, geht es auch etwas kleiner. Noch zwei spannende Boote, beide Europas Yacht des Jahres. Die Saphir SE 33 Live hier zu meiner Rechten, ist dieses Jahr Europas Yacht des Jahres in der Klasse der besonderen Boote. Und ihre kleine Schwester, die 27, hat das ein Jahr eher geschafft. Beide sind hier, das ist wirklich toll. Und es gibt ja viele, viele große Boote. Ich freue mich auch, hier kleinere Boote zeigen zu können. Beide lohnen sich anzugucken, kommen aus Holland, super verarbeitet, wahnsinnig gut zu segeln. Nicht ganz günstig, aber jeden Cent wert. Und die beiden ausführlichen Einzeltests findet ihr auch hier bei Yacht.tv. Ein Boot, über das ihr demnächst ganz viel auf Yacht.tv sehen könnt und auch in der Yacht lesen könnt, ist die Arkona 385. Das ist ein modifiziertes Modell, also quasi der Nachfolger der 380. Kein neuer Rumpf, aber einige Details haben sich verändert und das Boot war eine absolute Macht am Wind in unserem Vergleichstest, der vor einer Woche stattgefunden hat. In ungefähr 3 oder 4 Wochen läuft die gesamte Produktion, also ich glaube 2 oder 3 Tage Videomaterial rauf und runter, dann auf Yacht.tv unbedingt angucken. Und wir gehen gleich zu einer anderen Yacht, die da auch eine Rolle gespielt hat und die sozusagen das Pendant zu dieser ist, hier quasi unschlagbar am Wind. Das nächste Boot, das wir euch zeigen, war unschlagbar Raumschutz und auf Halbwindkurs. Das ist das andere Boot, die First 36 aus Slowenien, gebaut von Seascape und auch konzipiert von Seascape im Namen von Beneteau, sozusagen die Wiederbelebung der First-Reihe von der Mitte nach dann irgendwann später ganz oben. Das ist das Boot, das Raumschutz und Halbwind alle verblasen hat. Und dazwischen stecken da noch ein paar andere Boote. Vielleicht kommen wir auch noch an dem einen oder anderen vorbei. Das ist ein unheimlich breites Spektrum. Wir hatten 6 Performance-Cruiser zwischen nominell 36 und 38 Fuß. Tatsächlich waren die nicht mal ganz 1 Meter auseinander. Zwischen 36 und 40 Fuß, weil die X4.0 war auch dabei. Aber tatsächlich ist dieses Boot nun ganz genau ein 36-Fußer und die X4.0 ist tatsächlich ganz genau ein 37-Fußer. Also da wird so ein bisschen Marketing gemacht, aber in der Range zwischen 36 und 37 Fuß hatten wir 6 Boote, 6 sehr unterschiedliche, die einen mehr mit dem Schwerpunkt komfortables, schnelles Cruising und dieses hier eher mit dem Schwerpunkt schnelles Segeln und auch noch ein bisschen Komfort dabei. Und wirken die schnellen Performance-Cruiser von außen fast unscheinbar, macht eine andere Kandidatin durch ihr aggressives Styling auf sich aufmerksam. Allerdings nicht nur damit. Keine Deutschland-Premiere, weil dieses Boot war schon auf der Interboot vergangenes Jahr zu sehen, im September. Aber eine Ostsee- und Nordeuropa-Premiere, die Sunbeam 32.1. Ganz spannendes Boot, super innovativ, sehr kühne Linien. Es hat mehrere Designpreise gewonnen und hat auch sehr überzeugt bei Europas Yacht des Jahres. Und im Yachttest, ihr habt das wahrscheinlich alles schon gesehen, aber hier für die, die es bisher verpasst haben, nochmal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ihr haben könnt oder gucken könnt, wenn ihr nach Neustadt kommt an diesem Wochenende. Kommt mit!
Ja, wie eben schon gesagt, wirklich kühne Linien, das sieht man auch im Interior Design. Fast kann man sagen, spacig, erinnert in manchem sogar an ein Motorboot, finde ich, unter Deck, ist aber unheimlich hochwertig gebaut und ist nicht nur hübsch anzuschauen, sondern es ist auch absolut bewohnbar. Also das ist anders als zum Beispiel die Saphirs, die einen Schwerpunkt legen auf gelegentliches über Nacht an Bord sein und insbesondere sportliches Segeln, ist die Sunbeam, gibt die einen breiteren Kompromiss. Das ist tatsächlich ein Fahrtenboot, auf dem man zu zweit oder zu viert, aus meiner Sicht locker, eine Woche oder zwei verbringen kann. Richtig toll finde ich die Idee, die gesamte Breite zu nutzen unter der Cockpitwanne. Und hier könnt ihr sehen, beim 1,83, das passt ohne Probleme zum gemütlichen Schlafen. Nee, mit Schlafen ist jetzt nicht. Wir sind nämlich noch nicht am Ende. Ja, jetzt sind wir an Bord der Comfortina 43. Das ist ein interessantes Boot, weil das eigentlich aus dem Wunsch der Eigner entstanden ist, den die 46er, das letzte neue Modell der Werft, zu groß war für die Ostsee, insbesondere für die baltischen Reviere. Dieses Boot ist jetzt nicht nur einen guten Meter kürzer, sondern auch schmaler. Es ist nur 4 Meter breit. Trotzdem haben die versucht, die Breite bis ganz nach Achtern durchzuziehen. Das Heck sieht durchaus dadurch auch wuchtig aus, also so wie eigentlich die meisten modernen Designs. Und es hat sogar mehr Platz in den Achterkammern als die 46er, die wir vor ungefähr 4-5 Jahren getestet haben. Und auch dazu gibt es ein Video auf YouTube von dem Test der 46er, könnt ihr euch anschauen. Die Idee von Comfortina mit den neuen Modellen ist, im Prinzip geben sie den Rumpf vor und das Deck. Aber selbst am Deck gibt es Variationen und unter Deck gibt es sehr, sehr viel Mitgestaltungsmöglichkeit. Also es ist ähnlich wie eine Contest, eigentlich ein Semi-Custom. Das heißt, ein von eigener Wünschen ganz stark geprägtes Boot. Das geht los mit den Holzmaserungen, mit den Furnieren, da kann man frei wählen. Aber es geht auch in die Aufteilung der Kajüteinteilung. Also man kann ein längeres und kürzeres Vorschiff haben, man kann... Ich muss ehrlich gesagt sagen, beim Test werden wir das alles nochmal nachlesen. Ich kann gar nicht alle Möglichkeiten aufzählen, aber es ist ein in dieser Größe sehr seltener, breiter Individualisierungsweg, den der Kunde gehen kann. Und das bieten sonst auf dieser Größe Boot ganz wenige. Hier jetzt eigentlich eine ganz klassische Einteilung, 2 Achterkabinen. Eine L-förmige Pantry, ein sehr geräumiger Salon mit 2 Bänken, auf denen man auch auf beiden Bügen schlafen kann. Dunkles Holz, eigentlich heute schon fast ein bisschen aus der Mode, aber ich finde wirklich gelungen gemacht. Und die Qualität ist so wie früher bei Comfortina, als die in Schweden gebaut werden. Jetzt werden sie in Polen gebaut, aber dort von einem der wirklich besten GfK-Betriebe überhaupt, und das kann man fühlen und man kann es auch riechen. Das Boot ist absolut styrolfrei, es riecht gar nicht nach Kunststoff und wenn man sich ein bisschen drauf konzentriert, riecht es sogar nach Holz. Diesen besonderen, angenehmen Neubootgeruch gibt es auch nebenan bei einer Besucherin aus Dänemark. Jetzt sind wir im Vorschiff der X 4.3 Mark II, also eine modifizierte Version der 43-Fuß-Variante. Die ist insgesamt in der ersten Version über 6 Jahre 100 Mal verkauft worden. Und von diesem Boot, das ist jetzt eine der allerersten Baunummern, wurden bereits 25 verkauft. Das zeigt so ein bisschen, wie groß die Nachfrage im Moment ist nach qualitativ hochwertigen Booten. An dem Boot hat sich nicht so richtig viel verändert. Also unter Deck sowieso ist es ganz schwer, es zu spotten. Aber in den Bädern, die sind ein bisschen integrierter jetzt. Vorher hatten die so eine kleine Waschschüssel oben auf dem Podest. Jetzt ist das Waschbecken integriert. Ist, glaube ich, nicht ganz so hübsch, aber auf jeden Fall besser nutzbar.
An Deck ist insbesondere das Heck breiter geworden, der Bugspriet jetzt integriert, so wie bei der 5.6. Kleine Modifikationen von einem Boot, das eigentlich immer schon sehr gut funktioniert hat. Wir waren vorgestern an Bord und haben auch die Überführung mitgesegelt hier nach Neustadt. Also ein ordentliches Stück baltische See genossen. Und Hauke Schmidt, der den Test gemacht hat, schreibt gerade, während wir hier drehen. Und der Test erscheint auf 8 Seiten in Yacht 13. Also da müsst ihr nicht mehr lange warten, noch gut 2,5 Wochen und dann könnt ihr alles über dieses Boot lesen. Und noch eine Änderung hier an Bord der X4.3. Über mir ganz viel Luftraum, ganz bequemer Einstieg in die Doppelkoje. Das ist deswegen so, im Gegensatz zum Vorgängermodell, weil hier die Bugskiste fehlt, die ursprünglich hier hereinragte. Gut, da kann man auch rein, aber jetzt hat man natürlich echt viel mehr Platz. Und der fehlende Stauraum wird dadurch teilweise kompensiert, dass das Heck breiter geworden ist, dadurch die Bugskiste ganz achtern nochmal an Volumen gewonnen hat. Also es ist gewissermaßen eine Win-Win-Situation. Einer, der schon bald seinen ganz persönlichen Triumph erleben wird, nämlich bei der Erstwasserung seines Schmuckstücks, ist Jan von der Bank. Er liegt mit dem in jahrelanger Handarbeit selbst gebauten Boot in der Halle. So, und jetzt sind wir auf meinem persönlichen Highlightboot dieser Bootsmesse. Es ist echt an der Zeit, 3,5 Jahre oder wie lange arbeitest du? 5,5 Jahre hat Jan von der Bank an diesem Traum, an diesem Geigenkasten gearbeitet in seiner Garage. Und wir haben schon mehrmals über ihn berichtet und jetzt das erste Mal im Bewegtbild. Er war auch schon auf der Hamburg Boat Show, als sie noch in der Halle stattfand, jetzt auf dem Hamburg Ancora Yacht Festival. Noch im Trockenen, aber dieses Jahr, diesen Juni vielleicht? In 24 Tagen. In 24 Tagen geht das Boot zu Wasser. Alle sind gespannt, die ihn begleitet haben. Hunderte haben seinen Blog auf Facebook verfolgt. Und wir wollen euch hier nur mal ein paar Eindrücke geben. Doch die Geschichte ist so besonders, dass wir ein eigenes Video über Jans Boot machen werden. Ihr kommt jetzt am besten selbst vorbei und schaut euch um. Noch bis Sonntagabend um 18 Uhr hat das Hamburg Ancora Yacht Festival bei freiem Eintritt geöffnet. Und dann kommt doch auch mal bei uns vorbei. Wir freuen uns über jeden Fanbesuch.